Herzlich willkommen zu Folge 217 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 13. Juli 2022. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Patrick Barners. Hallo, Herr Barners. Hallo, Herr Klenner. Herr Barners ist den Hörern des FAZ-Einspruch-Podcasts bereits gut bekannt. Er wurde schon häufig zu verschiedenen Themen interviewt, aber er hat heute seine Premiere hier als Gastgeber. Wir haben ja künftig ein Moderatorenquartett im FAZ-Einspruch-Podcast mit Reinhard Müller, Anna-Sophia Lang, mir und eben Patrick Barners. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, Sie noch ein bisschen kennenzulernen, Herr Barners, und vielleicht gleich zu Beginn eine große Überraschung, war es zumindest für mich, als ich das damals gehört habe, Sie sind gar kein Jurist, sondern Historiker, interessieren sich aber trotzdem sehr für Jura. Wie ist es dazu gekommen? Dazu ist es, glaube ich, gekommen, weil ich in Bonn aufgewachsen bin, in der alten Bundeshauptstadt, und mich damals immer schon doch auch für unseren Staat und für das Grundgesetz interessiert habe. Bis zum Jurastudium reicht es leider nicht, obwohl meine Schule direkt gegenüber vom Juridikum lag. Aber ich bin natürlich sehr geschmeichelt, dass Sie meinen, dass ich mich bei gelegentlichen, vor allem verfassungsjuristischen Artikeln im Feuilleton offenbar ganz gut durchgemogelt habe. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube nicht, dass man da von Durchmogeln reden kann, Herr Barners. Sie behandeln häufig solche Themen im Feuilleton und schreiben da auch häufig über die Rechtsprechung des Supreme Court. Wie kam es, dass Sie sich ausgerechnet für das oberste amerikanische Gericht so stark interessieren? Ja, das ist im Grunde ein reiner Zufall gewesen, dass bei meiner ersten Dienstreise in die USA, in New York, als ich am Flughafen ausstieg, hatte ich irgendwie alle meine Bücher schon ausgelesen, die ich auf dem Flug dabei hatte, und in der Buchhandlung am Flughafen fiel mir so ein Paperback, so ein buntes Paperback in die Hände, eines der Bücher von Bob Woodward, dem berühmten Watergate-Aufklärer. Und dieses Buch mit dem Titel The Brethren behandelt eben den Supreme Court in der Ära in den 70er Jahren, bevor es die erste Richterin gab und eben die Richter damals eben noch als Brüder bezeichnet wurden. Und das ist so ein Klassiker des investigativen Journalismus, wo auch viele Geheimnisse ausgeplaudert werden. Und das hat mich eigentlich reingezogen und sozusagen nie losgelassen. Mit Geheimnissen beschäftigen wir uns heute nur bedingt, aber mit dem Supreme Court durchaus. Wir werden heute sich daher uns auch Ihre Expertise zunutze machen. Wir reden über das jüngste Urteil des Supreme Courts zum Klimaschutz. Ja, das ist in der allerletzten Verkündung am allerletzten Tag des Geschäftsjahrs mitgeteilt worden. Insofern wirklich das jüngste aller Urteile, die der Supreme Court jetzt gefällt hat. Und da hat er eine im Grunde sehr weit vorgreifende Entscheidung getroffen und hat über die konkreten Fragen, die ihm vorgelegt worden waren, sehr grundsätzlich der amerikanischen Umweltschutzbehörde Grenzen aufgezeigt, was ihre Möglichkeiten angeht, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Das ist aber nicht das einzige Thema, wo durchaus Zündstoff drinsteckt heute. Unmittelbar danach habe ich zwei Professorinnen zum Streitgespräch eingeladen, und zwar Tiziana Chiusi und Katharina Böhle-Wölki, die völlig unterschiedliche Ansichten haben zum Bachelor für Juristen parallel zum Staatsexamen. Bisher ist das Staatsexamen ja sozusagen die Hauptausbildung der Juristen in Deutschland, besteht aus zwei Teilen. Dem ersten Staatsexamen, das man nach dem Studium erwirbt, und dem zweiten Staatsexamen nach dem Referendariat. Und immer mehr Universitäten bieten jetzt parallel einen Bachelor an. Und Frau Professor Chiusi hatte bereits auf FAZ Einspruch einen Artikel dazu geschrieben, auch bei Staat und Recht in der FAZ, wo sie das Ganze als Loser-Bachelor bezeichnet hat. Und ich werde Sie fragen, ob sie diese These immer noch aufrechterhält. Womit beschäftigen wir uns heute noch, Herr Barners? Danach wird es strafrechtlich. Mit Helene Bubrowski habe ich über die geplanten Reformen der Ampelkoalition im Strafrecht gesprochen. Und zwar konkret über den Plan, das System der Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren.
wenn eine Geldstrafe verhängt worden ist, aber vom Verurteilten nicht gezahlt werden kann, dann muss er stattdessen ins Gefängnis gehen. Und dieses Institut ist schon seit Jahren Thema einer Reformdiskussion, weil man es eigentlich für unfair hält, vor allem deswegen, weil es dann doch was Schlimmeres ist, eigentlich eine härtere Sanktion, ins Gefängnis gehen zu müssen, als nur zu zahlen. Und da hat jetzt die Bundesregierung einen Vorschlag gemacht. Im Grunde ist es eine rechnerische Lösung, wie man das verändern kann. Und Frau Bobrowski äußert sich ja darüber, wie sie dann die Chancen einschätzt, da tatsächlich diesem Unbehagen gerecht zu werden, was in dieser Diskussion immer wieder geäußert worden ist. Viele Hörer wird das sehr, sehr freuen, weil Helene Bobrowski hat ja früher auch den FAZ-Einspruch-Podcast mitmoderiert. Und das geht jetzt leider nicht mehr. Sie hat viele andere Aufgaben, ja auch in Berlin, wo sie Korrespondentin ist für die Parlamentsredaktion. Aber wir werden immer wieder auch ihre Expertise uns zunutze machen. Und Helene Bobrowski wird deshalb auch immer wieder hier im Podcast weiter zu hören sein. Dann haben wir noch ein gerechtes Urteil natürlich. Da will ich noch gar nicht so viel verraten. Ich sage nur mal so viel. Es geht um Thüringen und auch Thomas Kemmerich spielt wieder eine Rolle. Das könnte unterhaltsam werden. Ja, das ist in der Tat unterhaltsam. Und unterhaltsam geht es dann ja auch weiter, Herr Bahners. Wir reden nämlich, ich glaube, erstmals im FAZ-Einspruch-Podcast über Juristenromane. Ja, ich habe vorgeschlagen, dass wir ein wenig sprechen über die drei Romane, die Hilary Mantel, die englische Schriftstellerin, dem Minister Heinrichs des VIII. Thomas Cromwell seinem Aufstieg und Fall gewidmet hat. Und eine, der eben dann doch sehr stark in die Charakteristik hineinspielenden Eigenschaften dieses Helden ist, dass er Jurist ist, als Jurist seinen Aufstieg gemacht hat, seine Erfolge errungen hat, aber dass sich eben auch die Schattenseiten, sein skrupelloses Vorgehen im Roman eben auch mit diesem Juristischen verbindet. Und interessanterweise stößt man eben darauf, dass gerade dieses zwiespältige, auch die sehr ambivalente Sicht des Rechts in dieser Figur, dass das offenbar etwas ist, was gerade auch Juristen unter den vielen Lesern dieser Romane fasziniert. Wir klingen dann also quasi so ein bisschen aus im Podcast, ganz literarisch. Und jetzt fangen wir aber erst mal mit den richtig harten Themen an, nämlich mit dem Klimaschutz. Am letzten Tag vor der Sommerpause, das war, glaube ich, der 30. Juni, hat der Supreme Court sein Urteil im Fall West Virginia gegen die Umweltschutzbehörde des Bundes in den USA gesprochen. Und da wurde die Möglichkeit der amerikanischen Regierung, auf Klimaschutzmaßnahmen einzuwirken, ziemlich beschränkt. Herr Bahners, wie kam es dazu, dass sich der Supreme Court damit befasst hat? Ja, es ist eigentlich schon eine Überraschung, dass er sich am Ende, er hat ja immer erst am Ende das Wort, überhaupt mit diesem konkreten Fall befasst hat. Die Sache geht zurück auf ein Regelwerk, das unter der Obama-Regierung von der Environmental Protection Agency, der EPA, erlassen wurde im Jahr 2015. Der sogenannte Clean Power Plan, der detaillierte Vorgaben machte für die amerikanische Energieindustrie, was ihre Umrüstung auf erneuerbare Energien angeht. 2016 wurde dieser Plan dann vom Supreme Court bereits gestoppt durch einstweilige Anordnung, weil einzelne Bundesstaaten und einzelne Energiekonzerne, keineswegs die ganze Energiewirtschaft, eben meinten, da habe die Behörde ihre Kompetenzen überschritten. Als dann Donald Trump amerikanischer Präsident wurde, hat die amerikanische Regierung eine Kehrtwende vollzogen und sich tatsächlich diese Auffassung zu eigen gemacht, dass unter Obama die Behörde zu weit gegangen ist. Und die EPA hat sich dann eben selber korrigiert und sozusagen das Gegenteil von dem verkündet, was sie vorher verkündet hatte. Dagegen wurde dann wiederum geklagt von der anderen Seite in dieser Debatte. Und es wurde dann gesagt, dass diese Korrektur
und die neue Auslegung des entsprechenden Gesetzes, auf dessen Grundlage die Behörde gehandelt hatte, dass das wiederum rechtswidrig sei. Dann gab es wieder einen Präsidentenwechsel in den USA. Die Regierung Biden hat das, was Trump verfügt hatte, wieder rückgängig gemacht. Und jetzt kommt das Überraschungsmoment. Sie hat dann angekündigt, ja, sie macht einen neuen Plan. Denn der alte Plan war ja von 2015 und es hat sich da auch in den Tatsachen einiges geändert. Und der neue Plan ist eben noch nicht verkündet worden. Und jetzt hat ja der Supreme Court eigentlich den Brauch, immer nur das zu entscheiden, was wirklich entscheidungsreif ist. Und hier war dann auch eine recht verbreitete Erwartung. Er würde sagen, naja, nach allem hin und her haben wir jetzt eigentlich den Ist-Stand, dieser Plan, dieses Regelwerk, das ist ja gar nicht in Kraft, sondern es wird gewartet auf ein neues Regelwerk. Das Supreme Court hat aber dann mit einer Mehrheit von 6-3 Stimmen gesagt, nein, nein, die Sache ist so wichtig. Wir entscheiden das jetzt schon mal, als ob der Plan eben noch in Kraft wäre und damit dann hat er schon Vorgaben eben gemacht für das, was die beiden Regierungen dann tatsächlich machen kann. Aber das passt doch eigentlich nicht so zu diesem Prinzip richterliche Zurückhaltung, was auch ja vom Präsidenten des Supreme Courts jetzt immer wieder bei anderer Gelegenheit hervorgehoben wurde. Deshalb finde ich, auch wenn man mal dieses ganze Ping-Pong-Spiel vorher sich anguckt, was ja politischer Natur war und wo man auch wissen konnte, das ist politisch sehr umstritten, wäre das doch eigentlich auch ein Feld gewesen, wo eher richterliche Zurückhaltung geboten wäre. Wie passt das zusammen? Ja, diese Kritik wird auch in der amerikanischen Rechtswissenschaft und interessanterweise jetzt auch nicht nur von der linken oder den liberalen zugeordneten Rechtswissenschaftlern geäußert. Und erkennbar hat eben die Mehrheit hier doch die Gelegenheit genutzt, eben da ein sehr grundsätzliches Zeichen zu setzen und hat, indem sie den Fall entschieden hat, gleichzeitig eine Lehre, also sozusagen ein Maximpaket, wie man Fälle dieser Art angehen soll, gleichzeitig verkündet. Und diese Lehre hat den Namen Major Questions Doctrine. Da ist also die Vorstellung die, dass wenn besonders gewichtige, besonders folgenreiche Dinge von Behörden zu regeln sind, dass dann eben der Kongress so klar und deutlich wie möglich gesprochen haben muss. Und hier meint das Gericht, fehlt es an dieser deutlichen Ermächtigung in dem Gesetz von 1970, auf dessen Grundlage dieser Clean Power Plan erlassen wurde. Aber bemerkenswert ist eben wirklich, dass das Gericht eigentlich, das ist so eine paradoxe Figur, eigentlich sozusagen den Ausnahmecharakter dessen, worum es ging, wie sie meinen, eben eine ganz besonders ungewöhnlich weitreichende Regelung, diesen Ausnahmecharakter dieser Regelung betont hat, damit ja auch dann den Ausnahmecharakter der eigenen Befassung damit und dann jetzt versucht hat, eben eine Regel zu machen, ja, wenn da so weit gegangen wird, dann muss sozusagen auch das Gesetz noch mal deutlicher sein, als es ohnehin deutlich sein muss. Das geht ja dann, muss man sagen, unterm Strich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ziemlich zulasten des Kongresses, ne? Weil da wird ja gesagt, der Kongress muss sich dann immer total deutlich geäußert haben und wenn er sich vorher sozusagen nur so ein bisschen geäußert hat, gilt das quasi nicht. Wie ist das? Ist diese Major Question Doktrin, fällt die vom Himmel oder hat die sich vorher schon irgendwie abgezeichnet? Es wird eben auch von dem Minderheitsvotum, die Richterin Kagan hat für die drei liberalen Richter ein Minderheitsvotum verfasst, wird eben darauf hingewiesen, dass bislang noch nie in einem Mehrheitsvotum von dieser Major Questions Doctrine die Rede war. Wir haben es also hier mit einem Fall zu tun, da gab es ja auch andere Fälle, jetzt gerade in dem aktuellen Geschäftsjahr,
wo dadurch, dass jetzt die konservativen Richter eben sogar eine Supermehrheit von 6 von 9 Richtern bilden, eben eine Agenda mehrheitsfähig geworden ist, die früher eben in Sondervoten sozusagen vorbereitet und der Mehrheit nur vorgeschlagen worden ist. Es gibt aber in der Tat auch Anknüpfungsmöglichkeiten an Fälle, die schon vorher vom Gericht entschieden worden sind und wo auch sozusagen die Regulierungsbehörden zurückgepfiffen wurden. Ich nenne mal 3 Fälle, damit man sich das so ein bisschen plastischer vorstellen kann. Also im Jahre 2000 gab es mal ein Urteil gegen die Food and Drug Administration. Da ging es um den Tabak und eine Regelung, die erlassen worden war auf der Grundlage der Regelungskompetenzen eben für Drugs, das sind aber im amerikanischen Sprachgebrauch ja vor allem Medikamente. Und da hieß es eben, also das kann man nicht einfach auf Tabakkonsum auslegen. Ähnlich 6 Jahre später, da hatte der amerikanische Bundesjustizminister versucht, sehr grundsätzlich der Sterbehilfe einen Riegel vorzuschieben. Und zwar auf dem Weg eines Tätigkeitsverbotes für Ärzte, wo das dann Ärzten auch verboten wurde, die Sterbehilfe dort zu leisten, in Bundesstaaten, wo sie ausdrücklich legalisiert ist. Auch da wurde gesagt, das geben die entsprechenden gesetzlichen Befugnisse des Bundesjustizministers nicht her. Und wir haben vielleicht noch in Erinnerung einen ganz neuen Fall, eben aus dem aktuellen Geschäftsjahr des Supreme Court. Da hatte unter der Regierung Biden die Arbeitsschutzbehörde der USA eine sehr weitgehende Regelung erlassen, die de facto auf eine Impfpflicht für alle Arbeitnehmer hinausgelaufen wäre. Und da hat auch eine Mehrheit damals gesagt, das geht zu weit, das ist eigentlich keine Frage des Arbeitsschutzes, sozusagen nebenbei durch die Hintertür von Arbeitsschutzbestimmungen dann eine solche Frage wie das Impfen zu regeln. Aber kann man, wenn es so viele Fälle schon gab, wo sich eben diese Doktrin, dass sich der Kongress eben so total klar geäußert haben muss, schon vorher abzeichnete, auch Fälle aus ganz unterschiedlichen Amtszeiten von Präsidenten, kann man dann wirklich von einer politischen Agenda sprechen oder ist es nicht vielleicht einfach sowas wie in der deutschen Rechtsprechung, da gibt es ja auch die Wesentlichkeitstheorie, dass eben bestimmte Dinge ja auch immer vom Parlamentsgesetzgeber ganz klar geregelt werden müssen und jetzt zum Beispiel nicht total schwammige Begriffe irgendwie benutzt werden können, um erheblich in Grundrechte einzugreifen. Könnte das nicht auch einfach ja so ein normales rechtsdogmatisches Produkt sein oder ist es wirklich Ihrer Ansicht nach eine politische Agenda? Also die politische Agenda hört man dann im Begriffsgebrauch, in der Begriffsverwendung eigentlich schon durch, wenn zum Beispiel der Verwaltungsstaat als solcher, the administrative state, eigentlich wie so eine große Gefahr beschrieben wird, der sich eben überall vorarbeitet und dem dann, wo es geht, jetzt etwas karikierend zusammengefasst, ein Riegel vorgeschoben werden muss. Und dann ist eben schon auch ganz bedenkenswert, ohne dass ich da natürlich jetzt selber Partei ergreifen würde, aber ich finde schon da dieses Sondervotum, das Minderheitsvotum von Richterin Kagan sehr, sehr lesenswert, weil es eigentlich viel detaillierter dann ist, was diese tatsächlichen Fragen der Gesetzesinterpretation, aber auch der Abgrenzung zu den Präzedenzfällen angeht. Und da ist dann der springende Punkt, dass bei den Beispielen, die ich eben aufgezählt habe, man eigentlich sagen kann, da hat jeweils die Behörde dann für etwas Regelungen erlassen, wo sie bei näherem Hinsehen eigentlich gar nicht zuständig ist, also eben Justizminister für Approbation von Ärzten oder Food and Drug Administration für Tabak oder Arbeitsschutz fürs Impfen. Hier ist es aber so, dass die Environmental Protection Agency ja eindeutig zuständig ist für eben die Senkung von des Schadstoffausstoßes. Und insofern die Mehrheit deswegen eben ja auch mit diesem Ausnahme
diese Ausnahmeidee eben ansetzt, dass sie sagt, es geht eben so ausnahmsweise hier so ganz besonders weit, obwohl sie zugeben müssen, dass es eigentlich sachlich auf dem die Zuständigkeit begründet ist. Da wäre es sicher sehr interessant, auch ihrer Spur nachzugehen, dem Vergleich eben mit der Wesentlichkeitstheorie im deutschen Verfassungsrecht. Da finde ich jetzt hier auf den ersten Blick ganz, ganz interessant, dass eben dieses große, was macht eine Frage zu einer großen Frage, dass es sozusagen rein empirisch bewertet wird. Es geht um die großen politischen und ökonomischen Folgen, die eben eine bestimmte Verordnung hat. Es ist also eigentlich keine verfassungsrechtsimmanente Argumentation. Es geht also nicht um den Schutz bestimmter Verfassungswerte oder von bestimmten Zuständigkeiten von anderen Organen, sondern es ist eigentlich ein Hingucken auf die praktischen Folgen. Und da sagen dann wiederum die überstimmten Richter, naja, wenn man den Administrative State jetzt nicht ganz so kritisch sieht von vornherein, wie ihr das in der Mehrheit tut, dann ist das ja eigentlich normal, dass eben der Staat, wenn er bei der Daseinsvorsorge Regelungen trifft, dass das eben doch immer auch gewichtige Eingriffe dann ins wirtschaftliche und soziale Geschehen sind. Im Grunde besteht dann das Urteil, würde ich sagen, auch so ein bisschen aus zwei Ebenen, ne? Also es gibt einmal halt diese Ebene, was ist überhaupt materiell eine große Frage? Hat sich da der Kongress präzise zu geäußert? Das kann man dann sicherlich mit der Wesentlichkeitstheorie vergleichen. Aber das andere, worauf Sie ja jetzt auch zu sprechen gekommen sind, ist halt diese Kompetenzebene. Ist die Behörde überhaupt dafür zuständig? Und da würde ich in der Tat auch einen klaren Unterschied zu den Präzedenzfällen sehen und würde sagen, da hat sich das oberste Gericht ziemlich weit vorgewagt. Wie würden Sie denn sagen, ist die Argumentation vergleichbar jetzt zum Beispiel auch mit dem Abtreibungsurteil? Ne? Das fiel ja in einer Woche. Gibt es da Parallelen oder hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun? Ja, auf den ersten Blick gibt es schon Parallelen. Ich fand auch interessant, dass Sie eben sagten, im Grunde ist das ja so, wenn man näher hinguckt, dann wird dem Kongress durch dieses Urteil jetzt, durch das Klimaschutzurteil, die Arbeit erschwert, denn im Zweifel wird er sozusagen zum Nachbessern verurteilt. Dann heißt es, ja, ihr wart da nicht genau genug, ihr wolltet das vielleicht so regeln, aber ihr habt da eben doch nicht genau genug Vorsorge getroffen und deswegen ist dann jetzt die Behörde zu weit gegangen. Das finde ich sehr interessant, weil es im Grunde dann schon das zweite Nachgucken, das genauere Hinsehen ist, was ist denn jetzt jenseits einer Rhetorik von verbesserter Arbeitsteilung unter den Gewalten, was sind die praktischen Folgen, wenn ein solches Urteil Schule machen würde? Denn zunächst mal auf sozusagen dieser einer rhetorischen oder einer erstmal rein strukturellen Ebene könnte man dann sagen, es gibt Parallelen zwischen den beiden Urteilen, weil eben jeweils eigentlich dem Wortlaut nach sozusagen der Gesetzgeber wieder in die handelnde Position zurückgesetzt wurde. Beim Abtreibungsurteil ganz grundsätzlich, das gesagt wurde, 50 Jahre lang haben wir als Gericht gesagt, es darf überhaupt kein gesetzliches Abtreibungsverbot geben. Jetzt wird das den Gesetzgebern der Einzelstaaten freigestellt. Und hier bei der Klimaschutzfrage wird eben pro forma der Kongress und der Gesetzgeber gestärkt gegenüber der Exekutive. Man könnte sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen und eben auch bei der Hermeneutik, die angewandt wird, noch Ähnlichkeiten sehen. In beiden Fällen wendet sich die Mehrheit sozusagen gegen eine allzu indirekte Hermeneutik, die aus ihrer Sicht in Texte dann etwas hineinliest, was dort gar nicht steht. Eben das Abtreibungsverbot in bestimmte allgemeine Garantien, im Grunde Rechtsstaatsgarantien in der Verfassung oder hier eben auf der viel, viel konkreteren Ebene eine Zuständigkeit, eben eine bestimmte, die ganze Energieindustrie betreffende Anordnung dann eben zu treffen in ein Gesetz. Aber da denke ich, würde man dann auch wieder unterscheiden können und sich zum Beispiel eben fragen, naja, ist es nicht beim Verfassungsrecht so, dass da eben eine Allgemeinheit, die dann auch zu einer
einer ergänzenden und aktualisierenden Hermeneutik führen muss, dass da eine Allgemeinheit eben der Normen sowohl sowieso zur Sache dazugehört, sodass man da nicht ganz so einfach dran Anstoß nehmen kann, wie wenn eben der Text eines einfachen Gesetzes dann zu stark mit Zusätzen der Interpretation belastet wird. Ja. Ja, da gibt's auf jeden Fall dann schon Unterschiede im Detail. Wir werden das im Blick behalten. Ich meine, irgendwann ist auch in Amerika die Sommerpause vorbei und dann wird es ja weitere Urteile geben, die auch ziemlich umstritten sind. Und wir werden immer wieder solche Urteile auch aus dem Supreme Court hier bei FAZ Einspruch aufgreifen, um eben auch der Frage nachzugehen, wird da wirklich eine politische Agenda verfolgt oder gibt's eben auch dogmatische Argumente? Vor zwei Wochen hat die Vorsitzende des Deutschen Juristenfakultätentages, Professor Tiziana Chiusi, in der FAZ ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Einführung eines juristischen Bachelors parallel zum Staatsexamen veröffentlicht. Der Artikel hat für ziemlich viel Diskussionen gesorgt im Netz, auch bei uns innerhalb der FAZ und auf FAZ Einspruch. Und die Präsidentin der Bucerius Law School in Hamburg, Katharina Böhle-Wölki, hat eine Gegenrede auf FAZ Einspruch veröffentlicht. Und ich bin sehr froh, jetzt beide Professorinnen hier im FAZ Einspruch Podcast zum Streitgespräch zu haben. Herzlich willkommen, Frau Professor Chiusi, und herzlich willkommen, Frau Professor Böhle-Wölki. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Chiusi, Sie haben in Ihrem Artikel den Jura-Bachelor als Jodeldiplom und als Loser-Bachelor bezeichnet. Würden Sie das heute immer noch so formulieren? Also angesichts der Missverständnis, das das Ganze provoziert hat, sicher nicht, weil diese Bezeichnung Loser-Bachelor, das hat in keiner Weise weder Personen natürlich gemeint, noch die existierende Bachelor. Das war im Rahmen einer Erörterung, der eben vielleicht zu pointiert dann rausgerutscht ist, sagen wir so. Und zwar war nur gemeint, dass es besteht die Gefahr, wenn tatsächlich ein solcher Bachelor von Studenten und Studentinnen erworben wird, weil sie Staatsexamen nicht geschafft haben, dass eben ein Abschluss ist, das in Wirklichkeit nicht tatsächlich dann zu benutzen, zu spenden sozusagen ist auf den Arbeitsmarkt. Und das war nur gemeint. Was stört Sie an einem Bachelor, der parallel zum Staatsexamen erworben werden kann, Frau Chiusi? Sagen wir so, er macht mir Sorge, bereitet mir Sorge, weil es wird in der Öffentlichkeit, vor allem bei den Studierenden, den Eindruck erweckt, dass somit einen wirklich berufsqualifizierenden Abschluss erworben wird, was eben dann tatsächlich mindestens was die klassische juristische Berufe und, wie ich meine, in allgemein Berufe, die mit Jura zu tun haben, nicht wirklich der Fall ist. Und man kann natürlich sagen, es gibt schon in ein paar Universitäten integrierten Bachelor, aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn eben in einem und zwei oder drei Fakultäten aus immer besondere Standpunkt sozusagen heraus ein solcher Bachelor existiert oder wenn eben dann flächendeckend als normale erste in Anführungszeichen Abschluss der juristischen Ausbildung sich etabliert. Weil dann, und das ist eben wirklich eine Sorge, die ich habe, nach einer gewissen Zeit wird eben eine Art, wie kann ich das bezeichnen, eine Art juristische Prekariat sich entwickelt, der wahrscheinlich eben beim Legal Tech Firmen arbeitet, die eben eigentlich Inkassofirmen sind und die entsprechend eben auch weniger bezahlt sind. Und man hat eben den Eindruck als Inhaber ein solcher Bachelor, man ist jetzt Jurist oder eben fast Jurist und das ist eben nicht der Fall. Und ich habe Angst, dass damit vielleicht
Studierende, die eben weiter zum Examen arbeiten würden, dann erstmal sagen, gut, ich habe jetzt einen Abschluss und erstmal unterbreche ich oder mache ich nicht Examen. Und dann merken sie, dass doch ein Holzweg war das und es ist vielleicht je nachdem zu spät und wieder zurückzukommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich befürchte, dass eine flächendeckende Einführung des Bachelor eben nicht punktuell in bestimmte Situationen mit zum Beispiel Spezialisierungen, mit Wirtschaft oder sonstige Sachen, sondern eben ein flächendeckende, ersten reguläre, integrierte Bachelor, der Einstieg in den Ausstieg aus dem Staatsexamen. Frau Professor Böhle-Wölki, teilen Sie diese Auffassung? Gehen Sie auch davon aus, wenn wir einen flächendeckenden Jura-Bachelor anbieten, dass wir dann ein juristisches Prekariat bekommen? Nein, dies ist ein Streitgespräch und Sie können wissen, dass ich anderer Meinung bin. Ich denke, dass der Bachelor ein sehr wertvoller juristischer Abschluss ist auf dem Weg zum Staatsexamen. Wenn gesagt wird, dass die Studierenden nicht richtig informiert sind und denken, sie würden mit einem Bachelor of Laws einen juristischen Beruf ausüben können, dann ist es eine Sache der Information gleich am Anfang des Studiums und jeder weiß ganz, ganz schnell, dass ein Volljurist, eine Volljuristin eben nur nach dem ersten und dem zweiten Staatsexamen die Qualifikation zum Richterberuf oder Richterinnenberuf haben wird. Wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit dem Bachelor of Laws, gleich bei der Gründung unserer Hochschule eingeführt. Jetzt gibt es 20-25% aller Fakultäten haben ihn schon eingeführt. Es wird bei vielen auch untersucht, ob es eingeführt werden sollte. Und was der Bachelor eben ermöglicht, ist zunächst einmal, dass man nach dem Abschluss auch in ein anderes Wissenschaftsgebiet einsteigen kann, also einen Master machen kann in der Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder Technologie oder in der Geschichte. Oder man kann eben auch in den Beruf direkt einsteigen und zwar in ein Unternehmen oder einen anderen Einstieg wählen. In jedem Fall die Interdisziplinarität wird dadurch sehr gestärkt und das ist etwas, Frau Cusi sprach auch Legal Technology an, das ist etwas, was der Rechtsmarkt braucht, sowohl Kenntnis nicht nur von der Rechtswissenschaft, sondern auch eine Kenntnis in einem anderen Wissenschaftsgebiet, in einer anderen Disziplin. Schlussendlich großer Vorteil eines Bachelor of Laws ist, dass wir uns da international in einer sehr guten Gesellschaft befinden. Der Bologna-Prozess wurde hier, was die Rechtswissenschaft betrifft, nicht gleich aufgenommen, aber in vielen anderen Ländern schon. So auch in Italien, auch in den Niederlanden, dass man sagt, 3 Jahre erstmal ein Bachelor und dann ist ein Entscheidungspunkt gekommen, an dem man sich sagt, gehe ich den Weg zum Staatsexamen weiter mit der sehr intensiven Examensvorbereitung und bei uns machen das 90% unserer Studierenden gehen diesen Weg oder reflektiere ich nochmal über das, was bisher erreicht worden ist und gehe ich vielleicht einen anderen Weg. Und das macht der Bachelor of Laws möglich, also auch der internationale Austausch mit anderen Universitäten, anderen Ausbildungsmöglichkeiten wird dadurch erleichtert und ermöglicht. Aber Frau Professor Böhle-Wölki, irgendwie ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden, wo die Leute wirklich arbeiten sollen, ne? Sie haben gesagt, die können dann weiter studieren, können einen Master machen, haben aber auch gesagt, die können arbeiten, zum Beispiel im Legal Tech Bereich. Da konkurrieren sie aber ja mit Bachelor-Absolventen auch von den Fachhochschulen. Wo sollen die dann wirklich unterkommen und gibt es da wirklich so viel Bedarf? Der Bedarf ist nicht sehr groß. Das gebe ich absolut zu, aber für die, die es machen wollen, und wir haben viele Beispiele,
eines jungen Bachelor-Absolventen, der zurzeit in Berlin in einem Startup-Unternehmen tätig ist. Die sind gefragt, weil sie eben das juristische Handwerk erlernt haben, aber sich gleichzeitig eben auch unternehmerisch bilden wollen und ausbilden lassen wollen. Und es gibt da viele Möglichkeiten, aber Sie haben recht, nicht notwendigerweise ist das ein großer Markt, der da vorhanden ist. Trotzdem ja vielleicht dann ein kleiner Markt, der für manche auch das Richtige ist. Frau Professor Cusi, Sie haben eben auch gesagt, Sie machen sich Sorge um das Staatsexamen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn beides nebeneinander besteht, muss sich doch eigentlich niemand um das Staatsexamen Sorge machen, oder? Es ist nicht so, dass wir für den Bachelor of Law irgendwie eine raumfreie Situation uns erdenken können. Das Bachelor-System existiert in Deutschland. Es ist sehr stark reglementiert. Es wird eben darüber auch eigentlich lamentiert, und zwar in den anderen Fakultäten. Hat eben zu einer unglaublichen Verschulung und auch eben zum einer gewissen Verlust an Qualität geführt. Ich spreche jetzt von Analysen, die eben gerade anlässlich des Jubiläums sozusagen der Einführung von dem Bologna gemacht worden sind im Hinblick auf alle anderen Fakultäten. Also das Bologna-System ist ein System, das die Ziele, die er hatte, nicht erreicht hat, weil weder die Mobilität ist erhöht worden, noch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse ist erhöht worden. Und das ist eben nicht etwa, was ich sage, sondern eben was in allgemein in den Diskurs über den Bologna-Prozess gesagt wird, auch in andere Länder. Und deswegen, wenn man aber dann sich dafür entscheidet, und zwar als flächendeckend, dann man kommt eben in den Bologna-Prozess. Und wenn man drin in den Bologna-Prozess ist, kann man davon ausgehen, dass nach einigen Jahren, weil es liegt in der Natur der Sache, kommt dann ein Master of Law. Und dann haben wir nach ein paar weiteren Jahren, viele Leute, die eben sogar einen Bachelor oder vielleicht sogar einen Master of Law haben, der aber nicht wirklich in den juristischen Berufen tätig sein würden. Und was ich denke, ist, dass dann irgendwann der Druck von diesen Absolventen so stark sein wird, doch etwas, das mit mindestens Rechtsberatung zu tun hat, machen zu dürfen, das gepaart mit den in Ruhestand gehen von meiner Generation, der Babyboomer sogenannte, dann vielleicht zu der ein oder anderen Entscheidung führt, die eben gegen den Staatsexamen ist. Ich meine an diesem Punkt Qualität, da ist ja möglicherweise schon was dran. Weil es ist ja dann künftig so, wenn man eben so einen Bachelor anbietet, dass man zumindest in den Bundesländern, wo zu Bachelorstudiengängen auch generell Leute mit Fachabitur zugelassen sind, auch eben diese Fachabiturienten dann zum Studium zulassen muss und dass man dann eben auch in Veranstaltungen Leute sitzen hat, die einerseits das Staatsexamen machen wollen und andererseits aber auch Interessenten, die von vornherein sagen, ich will eigentlich gar kein Staatsexamen, ich will nur den Bachelor. Ist das nicht schon eine Gefahr für die Qualität des Studiums, Frau Böhle-Wölki? Nein, das sehe ich gar nicht so, dass man schon vorher weiß, ich möchte nur diesen Zwischenschritt machen. Ich möchte nur den akademischen Titel bekommen, denn die Anforderungen, um sie zu bekommen, sind ja für alle gleich. Also das Grundstudium muss erfolgreich abgelegt werden, das Schwerpunktbereichsstudium muss abgelegt werden mit einer Bachelorarbeit, es müssen fortgeschrittene Nachweise in Form von Übungen geleistet werden. Also die Anforderungen sind für alle gleich. Und ich sehe da also keinen Qualitätsunterschied zwischen denen, die sagen schon gleich am Anfang, und das die meisten wissen es eigentlich doch nicht, ich mache nur den Bachelor, und denen, die sagen, ich mache das volle Trajekt bis zum zweiten Staatsexamen.
Mich würde aber nochmal interessieren, Frau Böhle-Wölki, wäre es denn wirklich so, dass sich an den Unis dann gar nicht so viel ändern würde? Das ist ja so ein bisschen das, was die Bachelor-Befürworter oft nahelegen. Man sagt, es gibt den Bachelor quasi so als Bonus dazu, damit es eben dann auch mal einen Abschluss gibt für die, die das Staatsexamen nicht schaffen. Es ist aber ja so, dass man in den einzelnen Semestern, wenn man einen Bachelor macht, auch ECTS-Punkte erwerben muss. Wäre es dann nicht schon so, dass an vielen Universitäten der Verlauf des Studiums angepasst werden müsste, damit eben diese ECTS-Punkte auch erworben werden können? Das stimmt. Bei uns ist das von Anfang an erfolgt, dass wir damit gerechnet haben. Es stimmt, dass so eine Einführung nicht von heute auf morgen entschieden werden kann. Das muss vorbereitet werden und das kann auch vielleicht zu einer leichten Änderung des Curriculums führen. Aber alles ist ja darauf ausgerichtet, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, um meldefähig zu sein für das Staatsexamen. Die Justizprüfungsämter geben das vor mit ihren Prüfungsgegenständeverordnungen. Also inhaltlich ändert sich da kaum etwas. Es muss nur organisatorisch muss es umgesetzt werden. Frau Professor Cusi, da hatte ich bei der Lektüre Ihres Artikels in der FAZ den Eindruck, dass Sie das ganz anders sehen. Da haben Sie geschrieben, die Umbauten wären dann doch ziemlich gravierend. Ja, weil, also erstmal, ich bin mit Kollegin Böhle-Wölki natürlich einverstanden, wenn sie sagt, die Anforderungen bleiben erstmal die gleiche. Ne? Es ist in der Tat so. Aber dass eben einfach nebenbei man das Ganze anpassen kann, da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt. Weil eben wenn ein Bachelor hat, dann hat man eben auch Bologna. Und ich kann eben nur verweisen auf die Erfahrung von den anderen Fakultäten. Ne? Und die sind Erfahrungen, die im Sinne von einer Verschulung gehen, im Sinne von einer Bürokratisierung gehen, im Sinne von ECTS-Punkte, die dann nach einem bestimmten sogenannten Workload oder sowas, wie es heißt, gegeben werden. Also das ist Modularisierung, Handbücher und so weiter und so fort. Und ich frage mich, also deswegen, ich bin nicht der Meinung, dass so einfach gehen wird. Bei der Bucelius ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte von Anfang an. Man hat dieses System eingeführt, man ist sozusagen von wie eben der Name sagt, man hat eine gewisse Orientierung an das angloamerikanische System, deswegen alles passt eben dazu. Es ist eben auch eine Hochschule, die eine höhere Qualität garantiert, auch natürlich aufgrund eines sehr strengen Auswahlsystems der Studierenden. Ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld dieses Gespräch, so aus Neugier, und habe gesehen, dass der Auswahlsystem extrem streng ist und man kann eben nicht einmal wiederholen, wenn ich richtig verstanden habe, wenn man den schriftlichen Teil nicht bestanden hat und nur einmal, wenn man den mündlichen Teil nicht bestanden hat. Die Betreuungsrelation, und damit komme ich eigentlich zu meinem Hauptargument, die Betreuungsrelation an der Bucelius ist ideal. Ne? Also ich glaube, es sind 28 oder 35 Studenten pro Professor oder Professorin. Das ist natürlich eine ganz andere Situation in den anderen Fakultäten. Wenn etwas gibt, das der Fakultätentag seit Jahrzehnten eigentlich sagt, ist das ist Betreuungsrelation, und das ist auch zugegeben vom Wissenschaftsrat, also das ist jetzt nicht ein Lamento der Juristen sozusagen, die Betreuungsrelation in juristischen Fakultäten ist miserabel. Mich würde aber schon ein Punkt noch interessieren, Frau Professor Cusi. Was ja schon viele Jurastudenten stört, ist dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es kommt im Jurastudium sehr stark darauf an, ob man am Ende eben
in der Examenswoche performt oder ob man nicht performt. Und das ist ja beim Bachelor anders. Beim Bachelor zählt von Anfang an die Leistung. Ist nicht der Bachelor vielleicht auch gerade für Juristen das gerechtere System? Ich kenne dieses andere System, in dem eben sozusagen scheibweise die Sachen gelernt werden. Und der erste Effekt von dieser scheibweise Lernen ist, dass eben relativ schnell einiges vergessen wird bei der nächsten Prüfung. Und vor allem ist es so, dass am Ende des universitären Studiums man weiß vieles vereinzelt, aber eben vielleicht hat man noch nicht tatsächlich die ganze Rechtsordnung als Gesamtheit und als Einheit begriffen. Und da der Beweis dafür ist in der Tatsache, dass eben in alle anderen europäischen Länder, wo eben diesen scheibweise System, also man macht immer eine Prüfung bei einem Fach, dann eben nicht direkt qualifiziert zu juristischen Berufe, sondern in alle anderen Systeme. Man muss erstmal, ich wiederhole, einen Praktikum machen, das ungefähr unserem Referendariat entspricht, und dann eine entsprechende Examen, in dem eben das Ganze abgefragt wird, also das ganze System abgefragt wird. Das heißt, auch die Systeme, die eben das Studium vereinzeln sozusagen, irgendwann um eine Qualifikation zur Ausübung von juristischen Berufen zu leisten, verlangen, dass eben das ganze System einmal als Einheit erfassen wird. Und ich finde eben gerade aufgrund meiner Erfahrung, dass das deutsche System, in dem eben das eben schon mit den ersten Staatsexamen oder erste Staatsprüfung gemacht wird, eben ein System ist, das diese Kenntnis der Einheit, der Rechtsordnung für alle Juristen und Juristinnen gewährleistet, und zwar von Anfang an. Einfach eine absolute Qualitätssicherung. Und der Ansehen, dass deutschen Juristen und Juristinnen in Europa, aber auch in den USA genießen, ist ein Beweis, dass dieses System eigentlich gut funktioniert, ne? Und meiner Meinung nach auch weiter verteidigen werden musste. Frau Professor Böhle-Wölki, ja, ich würde jetzt noch gerne zu einer Frage zu Frau Professor Böhle-Wölki kommen. Natürlich, Entschuldigung. Und zwar, Frau Professor Böhle-Wölki, teilen Sie zum einen diese Auffassung, dass dieses scheibchenweise Lernen ein Problem ist, wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, und vielleicht führt das auch schon ein bisschen so in Richtung Schluss unseres Gesprächs, ist vielleicht auch dieses Thema scheibchenweises Lernen ein Punkt, wo man ansetzen könnte bei Reformen des Jurastudiums, ohne dass man diese gleich überall einen Bachelor einführt? Ja, ich habe, bevor ich an die Bucerius Law School gekommen bin, auch 20 Jahre in den Niederlanden unterrichtet und kenne das niederländische System sehr gut. Und dort habe ich mich als deutsche Juristin regelmäßig auch geärgert über das Abschichten. Dass man eben ein Semester Sachenrecht macht und danach nie mehr Sachenrecht mit sachenrechtlichen Fragen in Berührung kommt. Und das ist der große Wert des ersten Staatsexamens, dass nochmal der Gesamtüberblick abgefragt wird. Und in diesem Sinne gebe ich Frau Cusi recht. Aber der Bachelor ist in diesem Sinne, der Bachelor of Laws ist in diesem Sinne keine Bedrohung für das Staatsexamen. Im Gegenteil, ich sehe es als einen Zwischenschritt, der den Studierenden Selbstvertrauen gibt auf dem langen und schwierigen Weg zum Staatsexamen. Es ist ein langes Studium. Und auch hier ist eben nach dem Bachelor, geht man in die Examensvorbereitung, die bei uns sehr intensiv ist, ein ganzes Jahr. Und viele nehmen dann nochmal zusätzlich vielleicht ein halbes bis dreiviertel Jahr nochmal individuelle Examensvorbereitung, bis sie sich zum ersten Staatsexamen melden. Und dann ist eben doch eine ganz lange Zeit vergangen.
Das Studium dauert sehr lange und da müsste auch vielleicht etwas getan werden, dass das nicht notwendig ist. Also der Wert des Staatsexamens steht für mich außer Zweifel, aber um diesen langen Weg, diesen schwierigen Weg gut durchlaufen zu können, denke ich, dass dieser universitäre Abschluss, mit dem wir auch mit Selbstvertrauen als Universitäten und Hochschulen auftreten können, dass der den Studierenden hilft. Jetzt zur Reform des Jurastudiums, das ist ein ganz großes Fass, das Sie da aufmachen. Was könnte dazu beitragen? Da gibt es viele, viele Diskussionen und gerade in der letzten Zeit waren eben Diskussionen über Angleichung der Prüfungsgegenstände, Verordnungen, Angleichung der Rolle des Schwerpunktbereichs für die Gesamtnote, ja und nein. Also punktmäßig etwas herauszugreifen, ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass wir uns auch Gedanken machen sollten, ob nicht entweder eine Law Clinic verstärkt in den juristischen Ausbildung eingebaut werden sollte oder auch die Erfahrung mit den Moot Courts, dass man so einen verpflichtenden Teil, der den Studierenden sehr viel Spaß macht und ihnen die Gelegenheit gibt, das Erlernte, das theoretisch Erlernte auch mal in die Tat umzusetzen, ob ihnen das nicht bei dem schwierigen Studium hilft und auch die Studierbarkeit erhöht. Frau Professor Cusi, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was wäre Ihr Reformvorschlag für das Studium? Wir haben es jetzt von Frau Professor Böhle-Wölki gehört. Sie haben jetzt das Studium sehr verteidigt. Sie haben auch das Staatsexamen sehr, sehr vehement verteidigt. Trotzdem haben Sie auch gesagt, es gibt Reformbedarf. Wo liegt der aus Ihrer Sicht? Also erstens, ganz kurz in Stichworte gesagt eben, erstens finde ich auch, dass eine gewisse Rückmeldung über den Stand der eigenen Leistungen in dem Studium gut ist. Dass deswegen einen völlig freien Studium, wie eigentlich schon zu meiner Zeit war, wo man hat eben die großen Übungen, die kleinen Übungen und ein paar Scheine gehabt und sonst nicht. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Also eine regelmäßige Überprüfung um den Studenten die Idee zu geben, wo sie sind, es ist gut. Aber mein Problem, und das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herz liegt und deswegen in der letzten Versammlung des Deutschen Juristenfakultätentag vor ein paar Wochen haben wir auch einen entsprechenden Beschluss gefasst, ist die Examenvorbereitung. Zunehmend gehen zu oft und so viel zum Examen kommerzielle Repetitor. Und das empfinde ich als schlecht, weil es ist unsozial. Der Repetitor kostet viel und ich würde und bin auch der Meinung, dass die juristischen Fakultäten in der Lage sind, eine kompetitive auch Examenvorbereitung anzubieten. Deswegen dort haben wir auch vor, die schon bestehende großen Anstrengungen der chronisch unterfinanzierte juristische Fakultäten zu verstärken im Sinne der Examenvorbereitung. Und dann denke ich auch, dass vielleicht eben auch die Beteiligung der Fakultäten, sprich der Professoren und Professorinnen in der Examen, in der Erstellung von Klausuren zum Beispiel und in der mündlichen Prüfung vielleicht auch noch verstärkt werden sollte, weil das ist im Interesse der Studierenden. Also wenn ich kenne, wer denjenigen, der mich prüft, habe ich eben auch weniger Angst, und weil ich weiß, wie er denkt sozusagen. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg und nicht eben einen Bachelor und eben die Ängste zu minimieren. Das ist meine Auffassung. Also ich will keine, sagen wir so, Abkürzungen, sondern eben das Problem Angst an der Wurzel packen
Da war mein Eindruck, dass bei diesem Thema Examensvorbereitung, dass auf jeden Fall Sie beide auf dem Schirm haben. Ich glaube, wir könnten das Gespräch noch sehr, sehr lange fortsetzen. Es war ein intensives Gespräch und es war auch ein Thema, was die Leser und Hörer von FAZ Einspruch sehr, sehr bewegt. Wir bekommen dazu sehr viele Zuschriften. Wir werden es deshalb auch immer wieder aufgreifen. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, Frau Professor Cusi, und vielen Dank, Frau Professor Böhle-Wölki. Wir danken Ihnen. Ich spreche jetzt mit unserer Kollegin Helene Bobrowski, politische Korrespondentin in Berlin. Sie wird uns berichten über ein Vorhaben der Bundesregierung in der Strafrechtsreform, nämlich das System der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Was hat es damit auf sich, liebe Frau Bobrowski? Ja, hallo erstmal, Herr Bahners. Ich freue mich, auf diese Art und Weise als Gast jetzt mal im Podcast wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es geht heute um die Ersatzfreiheitsstrafe. Ein Vorhaben, das schon sehr lange umstritten ist und das der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP nun angehen will. Was ist Ersatzfreiheitsstrafe? Vielleicht mal zunächst. Da geht es darum, dass es ein Ersatz ist, wie das Wort schon sagt, für eine Geldstrafe, die der Verurteilte entweder nicht bezahlen kann oder bezahlen will. Jedenfalls einfach mal unterm Strich nicht bezahlt. Und in diesem Fall wird bisher ein Tagessatz, der sich ja auf Grundlage des Nettoeinkommens des Verurteilten berechnet, wird, wenn er einen pro Tagessatz muss er einen Tag im Gefängnis verbringen. Und da setzt jetzt die Reform an. Und wie sieht diese Reform aus? Die Leute werden also seltener dann ins Gefängnis geschickt oder kürzer? Genau, die Idee ist, weil die Ersatzfreiheitsstrafe so umstritten ist und auch von Kriminologen immer wieder scharf kritisiert wird, wir können über die Gründe gleich sprechen, möchte Marco Buschmann mit seiner Reform jetzt dafür sorgen, dass die Menschen weniger Zeit im Gefängnis verbringen. Und da wird zu diesem Zweck dieser Umrechnungskurs, den ich gerade dargestellt habe, der bisher 1:1 ist, also ein Tag Gefängnis entspricht sozusagen einem Tagessatz Geldstrafe, das soll geändert werden auf 2 Tagessätze ist dann ein Tag im Gefängnis. Also die Zeit im Gefängnis soll quasi halbiert werden, wenn man so will. Die Idee ist aber nicht nur, dass die Menschen am Ende weniger Zeit im Gefängnis verbringen, sondern tatsächlich versucht Marco Buschmann auch durch andere Stellschrauben möglichst zu vermeiden, dass die Leute überhaupt ins Gefängnis gehen. Alternativ gibt es ja auch noch, um diese Strafe zu verbüßen, die man nicht bezahlen kann, die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Und damit halbieren sich eben auch die Stunden, die man als gemeinnützige Arbeit ableisten kann. Außerdem sollen so aufsuchende Sozialarbeitsangebote gestärkt werden. Es soll erleichtert werden, auch Ratenzahlungen und ähnliche Zahlungsvereinbarungen zu treffen, um halt wirklich eigentlich diesen Gang ins Gefängnis zu verhindern. Da für diese Fragen, die ja auch mit der Gerichtshilfe dann zu tun haben, ist Marco Buschmann allerdings auf die Mitwirkung der Länder angewiesen. Das ist ja ein Thema, bei dem es durchaus auch öffentliches Engagement gibt, wo es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit mit Kampagnen versuchen, da auch Druck zu erzeugen, damit diese, wie Sie sagen, von Wissenschaftlern schon seit Jahren geforderte Reform jetzt mal angegangen wird. Unter anderem gab es da im letzten Jahr so eine Aktion, eine Internetseite mit dem Namen Freiheitsfonds, wo Prominente gesagt haben, wir holen Leute aus dem Knast raus, die da eben eingeliefert worden sind, weil sie solche Geldstrafen nicht bezahlen können. Und wir helfen denen, indem wir für die dann diese Zahlungen übernehmen. Vielleicht könnten Sie noch mal so ein bisschen erklären, warum eben offenbar, wie ja diese Aktion zeigt, so ein Gefühl verbreitet ist, eigentlich trifft es die Falschen. Eigentlich hat das sozusagen was Unfaires, dass hier Leute, die eben, wie man vielleicht sehen kann, dann auch Hilfe, in dem Fall die finanzielle Hilfe bekommen, insofern vielleicht Hilfe benötigen, dass die überhaupt von dieser Art von Gefängnisstrafen dann betroffen sind. Ja, mache ich gerne. Die Geldstrafe ist ja von der Eingriffsintensität, von der Grundrechtsrelevanz jetzt erstmal sehr viel milder als die Gefängnisstrafe. Also Gefängnisstrafe bedeutet, man ist wirklich
seiner Fortbewegungsfreiheit, seiner Freiheit insgesamt beraubt, mal von der Bewährung, vielleicht noch ein bisschen Sonderfall, aber mal im Prinzip, während die Geldstrafe etwas ist, wo man eine Strafe leistet, ansonsten sich im Leben, jedenfalls mal, da gibt's auch für Beamte und so weiter, dann bestimmte Konsequenzen, aber ansonsten ändert sich erstmal nichts. Das heißt, und das wissen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass bestimmte Delikte ist eben, die sehr, sehr schwer sind, da ist dann immer, steht immer eine Gefängnisstrafe drauf, aber bei den allermeisten Delikten ist halt auch eine Geldstrafe vorgesehen. Und wenn das jetzt nicht keine besonders schwere Begehensweise ist oder sich um Ersttäter handelt, dann wird auch häufig eben eine Geldstrafe ausgeurteilt. Es gibt sogar Delikte, auf denen, oder viele Delikte, auf denen nur eine Geldstrafe stehen kann. Das heißt, der Gesetzgeber geht erstmal davon aus, das sind Delikte, oder der Richter, je nachdem, geht davon aus, dieses Delikt ist erstmal nicht so schwer. Das soll nur eine Geldstrafe sein. Dass das jetzt dann, weil jemand nicht zahlen kann oder will, in eine Gefängnisstrafe umgemünzt wird, ist deswegen schon mal vom Prinzip, vom System her problematisch. Der zweite Grund ist, und das können einem Sozialarbeiter erzählen, die in diesem Bereich unterwegs sind, ist natürlich, dass es zwar Fälle gibt, in denen jemand einfach nicht zahlungswillig ist. Also es gibt etwa auch Reichsbürger, die ein Urteil einfach nicht anerkennen und deshalb nicht zahlen. Aber der Regelfall ist eben doch der, dass Menschen entweder tatsächlich wirklich kein Geld haben oder sich in einer akuten Krisensituation befinden, also zum Beispiel Post nicht öffnen, deswegen gar nicht mitbekommen, dass sie in einem Strafbefehlsverfahren etwa verurteilt werden, dass sie überfordert sind, weil sie zum Beispiel die deutsche Sprache nicht sprechen, weil sie insgesamt mit ihrem Leben überfordert sind und insofern ins Gefängnis eingewiesen werden, obwohl es eigentlich Möglichkeiten gegeben hätte, wenn man jemanden gehabt hätte, der einem dabei hilft, diese Geldstrafe auch irgendwie zu bezahlen, sich Geld zu leihen oder in anderen Fällen abzuwenden. Und das Problem ist natürlich, dass wenn jemand, der eigentlich nicht ins Gefängnis muss, ins Gefängnis dann eben doch eingeliefert wird, dann ist das häufig eben der Einstieg in den kompletten sozialen Abstieg. Also man verliert seine Wohnung, man verliert seine Arbeit, wenn man dann noch eine hatte, und teilweise auch soziale Kontakte, weil natürlich auch Haft sehr viel mehr nochmal stigmatisiert ist als Geldstrafe. Das heißt, unter dem Aspekt der Resozialisierung ist das natürlich, sind das teils in manchen Fällen tatsächlich fatale Konsequenzen. Abgesehen von dem finanziellen Aspekt, auch den hat Marco Buschmann in diesem Gesetzentwurf hervorgehoben. Tatsächlich ist ja Haft eine teure Angelegenheit. Ein Haftplatz kostet in Deutschland im Schnitt ungefähr 119 Euro pro Tag, ein belegter Haftplatz. Das heißt, bei der Geldstrafe nimmt der Staat Geld ein vom Bürger, bei der Haftstrafe zahlt er ordentlich was obendrauf. Und das ist, also unterm Strich muss man sagen, natürlich, wie man es dreht und wendet, in vielen, vielen Fällen einfach keine gute Lösung. Diese Einwände überhaupt gegen dieses System der Ersatzfreiheitsstrafe, wie Sie sagen, dass das kontraproduktiv ist, weil ins Gefängnis eingewiesen zu werden eben eine viel schlimmere und auch gefährlichere Strafe ist, als unangenehme Geldforderungen begleichen zu müssen. Dieser Einwand wird ja bestehen bleiben, auch wenn der Satz jetzt halbiert wird. Also wenn es eben überhaupt gefährlich ist, mehrere Wochen oder Monate eben im Strafvollzug zuzubringen mit Berufsverbrechern in Anführungszeichen, wie man sich das immer vorstellt, und dadurch dann wirklich auf eine schiefe Bahn gelockt zu werden, dann ist die Gefahr ja genauso da, wenn man eben nur 4 Wochen statt 8 Wochen dort ist. Jetzt gab es ja 2018 schon mal einen Gesetzentwurf der Linken im Bundestag, der die Abschaffung forderte. Der wurde dann abgelehnt, aber interessanterweise bei der Begutachtung dann im Rechtsausschuss wohl auch einhellig eben von den Sachverständigen verworfen. Wie würden Sie sich das erklären, dass offenbar in der Rechtswissenschaft dann doch die Meinung ist, so ganz verzichten kann man nicht drauf? Also vielleicht einmal vorab, das sind die Linken, das ist deren quasi ständige Forderung, aber auch die Grünen haben in ihr Wahlprogramm geschrieben, dass, so haben sie es gesagt, unnötige Ersatzfreiheitsstrafen, wo man nicht weiß, ob diese Ersatzfreiheitsstrafe generell unnötig ist in ihren Augen oder ob sie manche Ersatzfreiheitsstrafen für unnötig halten, das ist nicht ganz klar, aber jedenfalls wollen die Grünen das im Prinzip auch streichen. Im Koalitionsvertrag hat die Ampel dann sich erstmal nur vorgenommen, das ganze System zu prüfen und zwar unter dem Aspekt der Resozialisierung. Also da schwingt die Kritik natürlich mit diesem Stichwort schon mit. Was spricht dagegen, die Ersatzfreiheitsstrafe, wie es ja viele fordern, komplett abzuschaffen? Dagegen spricht, dass
also die Ersatzfreiheitsstrafe wird auch genannt das Rückgrat der Geldstrafe. Ja, also sie ist quasi die Rückfallposition sozusagen, die der Staat hat, um seinen Strafanspruch durchzusetzen, dass man halt sagt, wenn jemand nicht zahlt, muss er ins Gefängnis. Das verleiht natürlich dieser Geldforderung auch den Nachdruck, dass eben, und das ist übrigens auch in sehr vielen Fällen, in ungefähr 50% der Fälle sogar so, dass Leute an dem Tag, an dem sie tatsächlich ins Gefängnis müssen, auf wundersame Weise, sage ich jetzt mal, also auf welche Weise auch immer, doch noch das Geld zusammenbringen. Ja, oder sie sind einige Tage im Gefängnis und dann kommt ein Verwandter oder so und holt sie raus oder leiht ihnen das Geld oder so. Also es ist tatsächlich so, dass viele Fälle dann von diesen eigentlich ungefähr 6% sind es, etwa gut 30.000 Fälle pro Jahr von Leuten, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen, sind ungefähr die Hälfte, kommen jedenfalls früher raus. Das zeigt, dass das eben einen gewissen Nachdruck hat. Und was die Wirkung eben ist, wenn es keine Ersatzfreiheitsstrafe gibt, zeigt ein ganz interessanter rechtsvergleichender Ansatz, nämlich der Blick nach Schweden. Dort gibt es zwar in der Theorie die Ersatzfreiheitsstrafe, allerdings ist die im Gesetz so eng begrenzt auf Personen, die tatsächlich einfach kein Geld bezahlen wollen. Ja, so. Und das sind tatsächlich, in Schweden gab es dann in den Jahren 2015 folgende immer so zwischen 5 und 10 Personen, also 30.000 in Deutschland und in Schweden 5 bis 10 Personen, die die Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßt haben. Und das führte aber dazu, dass 40% der Geldstrafen einfach ins Leere liefen. Das heißt, dass die Straftaten am Ende eben auch nicht, also überhaupt keine Sanktionen nach sich zogen. Sprich, da ist natürlich auch dieses Legalitätsprinzip, das wir haben, ja, dass im Prinzip Straftaten zu einer Sanktion führen müssen, die auch umgesetzt wird. Das läuft ins Leere und führt natürlich dann auch zu, gerade bei Opferseite, zu einer hohen Frustration, geringer Akzeptanz. Und deswegen haben die Schweden auch das ganze System jetzt kürzlich da umgesteuert und wollen jetzt auch wieder die Ersatzfreiheitsstrafe deutlich verbreitern, die Möglichkeiten, die zu verhängen, weil sie, glaube ich, gesehen haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und also ich würde unterm Strich sagen, es ist kein gutes Modell, aber es ist immer noch besser als einfach gar nichts zu machen. Weil ich glaube, diese Handlungsunfähigkeit eines Staates, dabei zuzusehen, wie Menschen Geldforderungen nicht bezahlen und dann nichts zu tun, also man muss jeden, also wenn man das vertritt, dann muss man sich dieser Konsequenz, dass 40% der Straftaten ungesühnt bleiben, dann sozusagen nochmal verdeutlichen und dann auch dazu stehen. Und ich glaube, das wollen die wenigsten. Es ist ja hier auch ganz interessant, dass so unterschiedliche Arten dann auch von Folgen, die Verhängung einer Strafe oder die Nichtverhängung einer Strafe hat, hier dann so mit einbezogen werden in die Überlegungen. Es gibt so symbolische Aspekte, wie Sie sie auch gerade nochmal angesprochen haben, dass das irgendwie dann insgesamt so einen merkwürdigen Eindruck machen würde, wenn man da ganz auf Strafe verzichtet. Und andererseits diese auf den ersten Blick vielleicht viel handfesteren Dinge, dass man sich vorstellt, ja, da wird im Grunde auch vielleicht sowas wie Unglück bestraft, wenn soweit eben der typische Fall ein Schwarzfahrer ist, der vielleicht doch eben deswegen schwarz fährt, weil er sich es einfach meint, nicht leisten zu können, zu bezahlen, der bekommt dann eine Geldstrafe und dann wird er noch ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Und was jetzt sozusagen die Möglichkeiten dann des Staates angeht, sich selber einen Überblick zu verschaffen, was er tut, was er vielleicht auch anrichtet mit Strafen, ist ja ein großes Thema dann der Kriminologie. Und so ist es bei diesem Thema ja auch, dass das, wie Sie auch gesagt haben, eben seit Jahrzehnten schon diskutiert wird. Und auch der verstorbene Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Winfried Hassemer, hat im Jahr 1990 schon mal in einem Kommentar geschrieben, eigentlich wäre das wünschenswert, dass man mal einen Versuch macht, das eben zu reformieren, um dann ein kontrolliertes Experiment des Gesetzgebers durchführen zu können. Würden Sie sagen, dass das, was Marco Buschmann jetzt vorgeschlagen hat, dass das diese Vorstellung erfüllt, wie Hassemer sie hatte? Man probiert das mal aus und dann guckt man sich an, was die Folgen sind, um es dann eventuell nochmal zu justieren und zu korrigieren? Also ich würde sagen, dieser Vorschlag von Marco Buschmann ist jetzt ein klassischer Kompromiss.
Ja, also das sieht man schon jetzt quasi beim Thema Halbieren. Ja, es trifft sich ungefähr auf der Mitte zwischen der Forderung, das komplett abzuschaffen und der Beibehaltung des jetzigen Systems. Also man wird dann sehen, insbesondere ist, glaube ich, interessant zu sehen, inwiefern dieser zweite Punkt, den ich vorhin genannt habe, also nicht nur die Strafen, die Strafdauer im Gefängnis zu halbieren, sondern inwiefern das auch dazu führt, dass Ersatzfreiheitsstrafe insgesamt weniger wird, weil es auf anderen Wegen, zum Beispiel durch gemeinnützige Arbeit oder anderes, kompensiert wird, wenn man so will, inwiefern das greift oder auch, und inwieviel übrigens da, und das hat dann auch mit Geld zu tun, wie viel die Länder bereit sind auszugeben, auch für diese Sozialarbeit, die das ja bedeutet, also sich mit einem Verurteilten hinzusetzen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt bei den Menschen, die das eben nicht selber hinbekommen. Also da laufen einige Modellprojekte, mit denen es gute Erfahrungen gibt, aber das ist am Ende auch eine Frage tatsächlich des Geldes, was man möglicherweise, wenn man das so sagen möchte, wieder reinspielt, weil dann eben das Geld, die Strafe bezahlt wird, anstatt das Geld fürs Gefängnis auszugeben. Also ich glaube, das wird man evaluieren nach einer Zeit, aber erstmal muss das Gesetz ja überhaupt durchkommen. Da wird es auch von der Unionsseite, würde ich mal antizipieren, Kritik geben, aber die Ampel ist da mutmaßlich einer Meinung, auch wenn die Grünen gerne weitergegangen wären, als ein Kompromiss, dieses wirklich sehr schwierige Thema anzugehen. Und ich würde sagen, wir behalten es weiter im Auge. Wir werden es auch evaluieren in der FAZ und sicherlich auch im Einspruch-Podcast. Vielen Dank, Frau Bobrowski. Darf ich noch einen Aspekt, den ich interessant fand, weil Sie über das Erschleichen von Leistungen, also das klassische Schwarzfahren gesprochen haben. Das ist ein anderer Punkt, an den die Regierung ja auch ran will, wobei das derzeit noch auf der Ebene eines Prüfungsauftrags ist. Also man will prüfen, ob man das von einer Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit herabstuft. Was aber nicht stimmt, und mit diesem kleinen Vorurteil wollte ich jetzt noch aufräumen zum Ende meines kleinen Beitrags hier, dass nämlich quasi Ersatzfreiheitsstrafer alles Schwarzfahrer sind. Mhm. Also tatsächlich ist es ungefähr ein Viertel, was auch eine Menge ist von 30.000, ist eine Menge, aber der größere Teil, ungefähr ein Drittel, sind so kleine Diebstähle, kleine Betrügereien und so weiter. Häufig auch also sogenannte Armutsdelikte, also Leute, die was klauen, weil sie es nicht bezahlen können. Aber es ist kein reines, sage ich mal, Schwarzfahrproblematik. Das heißt, auch mit der Herunterstufung, mit der denkbaren Herunterstufung des Schwarzfahrens zur reinen Ordnungswidrigkeit, über die man diskutieren kann, wäre das Problem der Ersatzfreiheitsstrafe nicht gelöst. Ja, vielen Dank auch für diesen Hinweis, dass man bei allem Engagement auch diese Themen nicht nur rein sozialromantisch sehen darf. Und allerspätestens, wenn dann zu diesem Thema Ordnungswidrigkeit, Herabstufung des Schwarzfahrens ein Vorschlag auf dem Tisch liegt von der Ampelkoalition, allerspätestens werden wir, liebe Frau Bobrowski, Sie dann dazu auch wieder um Ihre Einschätzung bitten. Ja, vielen Dank, ich würde mich freuen. Dankeschön. Wir kommen nun zu unserer beliebten Rubrik, das gerechte Urteil. Herr Klenner, Sie haben heute eine Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom vergangenen Mittwoch mitgebracht. Worüber hat das Gericht entschieden? Ja, es ging tatsächlich um die Thüringer FDP. Die Thüringer FDP ist ja bundesweit ziemlich bekannt wegen Thomas Kemmerich, der ja damals Kurzzeitministerpräsident war. Und mittlerweile ist die Thüringer FDP aber nur noch eine Gruppe im Landtag. Das heißt, sie hat nicht mehr ausreichend Abgeordnete, um eine Fraktion zu bilden. Hintergrund ist, dass eine Abgeordnete dort ausgetreten ist und da die sowieso nur sehr, sehr knapp mit etwas mehr als 5% in den Landtag gekommen waren, war es dann so, dass eben dieser Fraktionsstatus verloren ist. Und wenn dann eben Abgeordnete zusammengeschlossen sind, aber nicht mehr 5% der Abgeordneten repräsentieren, dann spricht man eben von einer Gruppe. Sowas gab es durchaus im Bundestag auch schon, zum Beispiel bei der früheren PDS, der Vorgängerin der Linkspartei. Die war mal über Direktmandate Anfang der 90er in den Bundestag eingezogen, hatte aber nicht 5% der Abgeordneten und bildete dann eben auch eine Gruppe. Und dann hat sogar das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, was eben so eine Gruppe darf und was nicht. Und das war jetzt eben auch Streitgegenstand in Thüringen.
Wir erinnern uns ja noch, bei der Ministerpräsidentenwahl damals war natürlich der große Skandal, dass auch die AfD Stimmen für die Wahl von Kemmerich gegeben hatte. Aber auch abgesehen davon war das natürlich verfassungshistorisch schon bemerkenswert, dass eben der Ministerpräsident dann von der kleinsten Fraktion im Landtag gestellt wurde. Und jetzt ist eben diese Gruppe der FDP noch nicht mal mehr eine Fraktion. Interessanterweise gab es in der Zwischenzeit ja auch diese Bemühungen, dann den Landtag doch aufzulösen und Neuwahlen herbeizuführen. Unser Korrespondent Stefan Locke hat da ja immer ausführlich über die ganzen Wendungen berichtet. Und das ist nun wieder damals eben an der FDP und an Kemmerich gescheitert. Insofern kann man es vielleicht auch verstehen, dass da die nun wollen, dass der Landtag in der Form und mit der Sitzverteilung, die es gibt, weiter besteht, dass sie sich dann eben doch auch einsetzen, dass sie in dieser geschrumpften Form noch eben auch genug Rechte haben, um ihre Arbeit wahrnehmen zu können. Aber um welche Rechte ging es denn dann jetzt in diesem Verfassungsrechtsstreit vor dem Verfassungsgerichtshof? Es ging da um einiges. Es ging einmal natürlich um Geld. Geld ist ja auch in mehreren Töpfen vorhanden. Einmal werden die Fraktionen oder eben auch die Gruppen ausgestattet, um einfach ihre normale Arbeit davon machen zu können. Also zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger zu informieren. Dann gibt es natürlich auch ein Personalbudget für Mitarbeiter der Fraktion oder Gruppe. Da ging es jetzt auch dann um die aktuellen Stunden. Aktuelle Stunden, das ist ein Brauch im Parlament. Da wird kein Antrag gestellt, sondern da kann eine Fraktion oder Gruppe sagen, ich möchte, dass einfach mal eine Stunde oder auch eine andere Zeit, das ist von Parlament zu Parlament ein bisschen verschieden, über ein bestimmtes Thema einfach nur debattiert wird. Und all das war jetzt eben streitig, wie viel Geld bekommen die, wie viel Personal, ging am Ende sogar auch um ein Dienstfahrzeug für den Gruppenvorsitzenden, was auch wieder Thomas Kemmerich ist. Ja, und da wurde dann drüber gestritten. Es gab also ganz viele Anträge von dieser Gruppe an das Gericht. Ja, und mit wie vielen von diesen Anträgen sind Sie durchgekommen? Ja, ich würde mal sagen, mit einem halben. Also sie haben eigentlich alles, was sie wollten, nicht bekommen, weil es wurde halt gesagt, naja, es ist schon in Ordnung, dass so eine Gruppe weniger Personal bekommt und auch weniger Geld bekommt als eine Fraktion, weil sie ja einfach weniger Wähler auch repräsentieren. Es gab allerdings eine Sache, da hat das Gericht gesagt, da gibt es jetzt eigentlich keine sachliche Begründung für. Und zwar wollte die Mehrheit im Landtag, und Sie haben ja völlig zu Recht auch schon beschrieben, wie da die politischen Verhältnisse sind, dass die Stimmung eben auch sehr aufgeheizt ist, dass man sich gegenseitig nicht so viel gönnt. Die haben gesagt, diese Gruppe darf eine aktuelle Stunde nur einmal im Quartal beantragen. Und da hat das Gericht gesagt, also dafür gibt's eigentlich keinen Grund. Es ist okay, dass ihr sagt, die dürfen haben so eine Maximalanzahl von 4 aktuellen Stunden im Jahr, damit ihr nicht sozusagen mit den ganzen aktuellen Stunden den Parlamentsbetrieb lahmlegt. Aber zu sagen, ihr dürft das nur alle 3 Monate beantragen, dafür gibt's keinen sachlichen Grund. Und da hat sich die FDP tatsächlich durchgesetzt, in allen anderen Punkten nicht. Worin liegt denn der Grund, dann tatsächlich so einen kategorischen Unterschied zwischen der Fraktion und der Gruppe zu machen, mit dem betrüblichen Ergebnis, dass eben wirklich dieser kategorische Unterschied mit all seinen Folgen sozusagen ausgelöst wird, wenn in diesem Fall eine einzige Abgeordnete aus der bisherigen Gruppe, die es ja auch war ja eine übersichtliche Gruppe, auch so schon ausgetreten ist? Was sind die Gründe, mutmaßlich auch schon mal vom Bundesverfassungsgericht, könnte ich mir vorstellen, dass die sich damit auch schon mal befasst haben, also eben da doch die Fraktion sozusagen so stark zu privilegieren? Ja, das ist tatsächlich natürlich eine spannende Frage, weil es irgendwie ja auch ein bisschen komisch wirkt, macht da jetzt eine Abgeordnete wirklich den krassen Unterschied, ne? Aber da sagt eben das Bundesverfassungsgericht auch, irgendwo muss man die Grenze ja setzen und es ist in Ordnung, diese Grenze eben dann bei 5% zu setzen und zu sagen, ab 5% ist erst eine Fraktion. Insgesamt muss man sagen, dass dieser Rechtsstatus einer Fraktion
rechtshistorisch auf Bundesebene erst nach und nach sich so herausgebildet hat. Wenn man sich die ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Fraktion anguckt, dann haben die die Fraktionsrechte als Spiegelbild von dem Artikel 21, also dem Artikel, der sich mit Parteien im Grundgesetz beschäftigt, abgeleitet. Die haben also quasi die Fraktionen wie so ein Spiegel einer Partei gesehen. Und später in der Rechtsprechung haben sie das nicht mehr gemacht. Und jetzt leiten sie die Fraktionsbildung aus dem freien Mandat des Abgeordneten ab. Dass also der Abgeordnete das Recht hat, sich in einer Gruppe, in dem Fall aber einer Fraktion, zusammenzuschließen, um seine Rechte gemeinsam durchzusetzen. Und er darf es eben auch in einer kleineren Gruppe tun, die dann eben Gruppe heißt. Aber weil die nicht so viele Leute repräsentieren, haben die dann eben weniger Rechte. Also es wird sozusagen sowohl das Gruppenrecht als auch das Fraktionsrecht aus demselben Recht hergeleitet, nämlich dem freien Mandat. Man fragt sich ja vielleicht, warum müssen die das überhaupt machen? Das müssen die deshalb auf Bundesebene machen, weil der Begriff der Fraktion im Grundgesetz nur ganz am Rande vorkommt, da nicht ausdrückliche Fraktionsrechte statuiert werden. Das ist in der Thüringer Landesverfassung anders, aber die Thüringer Richter sind insofern da jetzt Karlsruhe gefolgt, dass sie gesagt haben, Gruppenrechte rühren auch nur aus dem freien Mandat her, weil diese ausdrücklichen Fraktionsrechte in der Landesverfassung, die kann man eben auch dann wirklich nur auf Fraktionen beziehen. Ja, das ist interessant, weil man ja dann auch denken könnte, wenn man es aus dem freien Mandat herleitet und dann eben der Möglichkeit der Abgeordneten Verbindungen einzugehen, dann wäre ja eigentlich keine Grenze nach unten gesetzt. Dann ist ja prinzipiell eine Verbindung von zwei Abgeordneten genauso schutzwürdig wie eben eine von 30 oder von 9% der Landtagsmitglieder. Klar, man fragt sich so ein bisschen, wo liegt denn jetzt da eigentlich das Problem? Und das Problem liegt halt in der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Ne? Wenn man das Parlament total fragmentiert und eben sagt, man gibt den Gruppen auch schon so viel Rechte wie den Fraktionen, dann hat man natürlich insgesamt viel, viel mehr Gruppen, die man berücksichtigen muss, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben dann kleinere Gruppierungen bilden, viel, viel höher ist. Und dann käme eben irgendwann auch, wenn man es sozusagen ganz extrem ausweitet, der Parlamentsbetrieb zum Erliegen. Und deshalb gibt es eben da diesen Unterschied wegen der Funktionsfähigkeit des Parlaments und auch wegen der Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments. Man sagt nämlich auch, das Parlament und auch die Mehrheit im Parlament hat schon das Recht, auch bestimmte Regeln festzulegen, muss dann halt so einen Mindeststandard einhalten, den jetzt ja die FDP auch erstritten hat. Aber grundsätzlich dürfen die schon auch Unterschiede machen zwischen der Größe der Fraktionen. Was man ja in Kauf nimmt dann mit dieser in sich sicherlich schlüssigen Rechtsprechung ist ja, dass man Anreize dann schafft, dass eine Fraktion auch deswegen zusammenbleibt, damit sämtliche Mitglieder von diesem Fraktionsstatus profitieren. So war das ja zwischenzeitlich offenbar auch bei dieser Frau Bergner, die zwar auch so in Richtung Querdenken dann schon so quergeschossen hat, aber wo dann immer noch mehrfach versichert wurde von der Fraktionsführung, nein, sie ist immer noch an Bord und sozusagen in der Fraktion ist sie dann trotz allen inhaltlichen Abweichungen auch noch dabei. Aber das ist ja vielleicht dann so ein bisschen die Kehrseite, die Kosten dieses Versuchs, eine numerische Zersplitterung zu vermeiden. Andererseits wird dann die Fraktion in gewissen Tendenz auch wieder zu einem Zweckbündnis, was vielleicht auch, nicht, dass das justiziabel wäre, aber was sozusagen von der Demokratietheorie her gesehen, dann auch die Wiedererkennbarkeit und de facto vielleicht auch die Handlungsfähigkeit eines Parlaments beeinflussen kann, wenn dann Leute sich zusammenraufen, die eigentlich dann doch nicht so viel gemeinsam haben. Da legen Sie den Finger genau in die Wunde. Also das ist auch nicht nur bei der FDP in Thüringen so. Es war genauso, wie Sie sagen, schon in der Sommerpause hatten sich Ute Bergner und ihre
FDP-Kollegen eigentlich nichts mehr zu sagen, also Sommerpause im letzten Jahr. Trotzdem ist sie da noch offiziell in der Fraktion geblieben. Und wo Sie das auf Bundesebene ja gerade beobachten können, ist bei der Linkspartei. Ne? Da hat ja die Linkspartei so gerade die Schwelle zum Fraktionsstatus genommen. Und untereinander sind die aber teilweise sehr zerstritten. Und es wurde durchaus immer mal wieder darüber spekuliert, ob nicht auch ein, zwei Abgeordnete rund um Sarah Wagenknecht da vielleicht auch sogar ausscheiden könnten. Aber die raufen sich halt auch immer wieder zusammen, sicherlich auch, um diesen Fraktionsstatus zu erhalten. Was jetzt unser gerechtes Urteil angeht, es schreibt, so habe ich Sie verstanden, eben dann doch eine vielleicht nicht ganz so alte, aber ziemlich gefestigte Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts fort. Was ist denn jetzt an diesem konkreten Urteil dann aber eben doch das Bemerkenswerte, das dann vielleicht auch für Jurastudenten interessant wäre nachzulesen? Also ich habe es als gerechtes Urteil erstmal deshalb ausgewählt, weil ich schon fand, dass die Richter sehr differenziert vorgegangen sind. Es wäre sicherlich die einfachste Lösung gewesen zu sagen, einfach wir lehnen alle Anträge der FDP ab. Das wurde aber nicht gemacht, sondern es wurde eben sehr genau geprüft, gibt es nicht doch auch einen Punkt, wo die FDP auch ein berechtigtes Anliegen hat und wo die Parlamentsmehrheit eben nicht wirklich argumentieren kann, warum da Rechte der FDP beschnitten werden. Für Jurastudenten würde ich vor allem deshalb es für geeignet halten, weil man an dem Urteil nochmal sehr klar sich machen kann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Partei, einer Fraktion und einer parlamentarischen Gruppe. Und das wird in Klausuren im Staatsexamen oft durcheinander geworfen. Das sollte einem auf keinen Fall passieren und deshalb eignet sich das Urteil gut, um sich vorzubereiten. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Premiere im FAZ-Einspruch-Podcast. Zumindest vermute ich das. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir irgendwann mal über Juristenromane gesprochen haben. Es ist ja auch immer so eine Sache, ob Juristen überhaupt zugeben wollen, dass sie dann auch noch in ihrer Freizeit Romane über Juristen lesen. Da kann ja schnell der Eindruck entstehen, die würden sich mit nichts anderem beschäftigen. Trotzdem gibt es natürlich Bücher, wo es sich sehr, sehr lohnt, die zu lesen. Und Herr Barners, Sie haben sich mit den Werken der englischen Schriftstellerin Hilary Mantel beschäftigt. Genauer gesagt mit einem Aufsatz, den der Rechtswissenschaftler David Kenny über diese Romane geschrieben hat. Ehe wir jetzt aber da auf diesen Aufsatz zu sprechen kommen und warum Kenny so fasziniert auch von diesen Werken waren, würde mich noch mal interessieren, worum geht's in diesen Büchern von Frau Mantel? Ja, das sind diese drei sehr, sehr dicken Romane, die ab 2009 erschienen ist, der dritte Band dann 2020. Wolf Hall heißt der erste, Bring Up the Bodies, der zweite, The Mirror and the Light, der dritte. Der erste wurde noch so sehr zupackend mit Wölfe übersetzt und beim zweiten hat man sich dann im deutschen Verlag auch sozusagen, ist man sich zoologisch treu geblieben, da hieß dann Falken. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, nachdem man das schon so versucht hat, dass der dritte dann nicht zum Beispiel Löwen heißt in der deutschen Übersetzung, was eigentlich bei dem staatspolitischen Thema der englischen Monarchie und ihrer Wappentiere nahegelegen hätte. Ja, es geht um den vielleicht ja doch dann berühmtesten oder jedenfalls notorischsten König der englischen frühen Neuzeit, Heinrich den VIII. Und seinen Getreuen, aber für die Treue eben nicht nur belohnten, sondern dann auch am Ende eben hingerichteten Minister Thomas Cromwell. Da kann man einerseits sagen, in der Geschichtswissenschaft ist er derjenige, der dann die bei der Durchsetzung der englischen Reformation dann auch sozusagen für das gesetzgeberische Handwerk zuständig ist und wie man sogar gesagt hat, eine Revolution in der englischen Regierungsweise, eigentlich in dem zum ersten Mal sowas wie ein Behördenstaat in London etabliert wurde, der das also ins Werk gesetzt hat. Und auf der anderen Seite war er aber natürlich dann auch für die Abwicklung der Dinge zuständig,
für die Heinrich VIII. Nun im populären Geschichtsbewusstsein bekannt ist. Also das Management der Brautwerbung und dann der Versuche bei den diversen Königinnen, die Heinrich geheiratet hatte, dann auch zu gucken, dass der erwünschte Erfolg dann eines Erben, der später den Thron besteigen könnte, auch erreicht wurde. Und ein großer Reiz eben dieser drei vom Ansatz her ja ganz klassischen historischen Romane besteht dann eben darin, dass diese wie im Alltag ja eines Ministers, das ist ja dann heute bei Herrn Habeck und bei Herrn Lindner gar nicht anders, eben diese ganz großen strukturellen, gesetzgeberischen Aufgaben immer mit dem Mikromanagement zusammenspielen. Und Hilary Mantel, die selber Jura studiert hat, hat eben auch so eine besondere Freude, dann im Einzelnen da immer wieder zu zeigen, wie Thomas Cromwell eben da auch mit seiner juristischen Denkungsart weiterkommt. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann haben sie halt diese Romane gelesen und haben dann einen Artikel fürs Feuilleton geschrieben über diese Romane. Das wäre ja jetzt sozusagen noch ein ziemlich simpler Gesprächsstoff, würde ich mal sagen. Und dann wären wir jetzt fast schon fertig, weil sie ja jetzt auch schon gut beschrieben haben, worum es in den Romanen geht. Aber das war gar nicht ihr Thema, sondern ihr Hauptthema war eigentlich, dass ein irischer Rechtswissenschaftler, David Kenny, davon so fasziniert war. Was hat sie daran so inspiriert, dann einen ganzen Zeitungsartikel darüber zu schreiben? Ja, was hat mich meinerseits fasziniert an dieser Faszination? Und das ist, dass der Kenny eben gerade die Züge von Cromwell, die im Grunde unsympathisch und dubios sind, und da gehört dann, was das Recht angeht, vor allem eben doch auch eine große Robustheit dazu, was die Möglichkeiten dann auch einer kreativen bis eigentlich eben doch auch verfälschenden Auslegung von und Anwendung von Gesetzesnormen angeht. Also die Vorstellung, dass ein Rechtsanwender, wenn man in seinen Kopf hineingucken kann, wie wir das eben bei Thomas Cromwell tun können, dann gar nicht an Gerechtigkeit schon gar nicht, aber noch nicht mal wirklich jetzt an Rechtsprinzipien orientiert ist, sondern wenn er sich fragt, ja, welches Recht ist jetzt hier einschlägig, was können wir juristisch so machen, dass er eben dann doch sehr, sehr konkrete Vorteilsabwägungen anstellt. Dass da eben dann dieser irische Jurist vom Trinity College Dublin, dass er sagt, ja, das ist doch total faszinierend, hier spricht sozusagen mal ein Jurist in der Literatur aus, wie Juristen wirklich denken, und er führt dann da eine ziemlich elaborierte Parallele durch, dass er sagt, eigentlich hat dann dieser fiktive Thomas Cromwell, der denkt so wie heute moderne Rechtsphilosophen der amerikanischen pragmatischen Schule, so wie Stanley Fish oder Richard Posner, ein früherer Berufungsrichter auf der Ebene unterhalb vom Supreme Court in Chicago, die in der Tat ganz, ganz ähnlich reden, aber wo man dann auch vielleicht sagen würde, wo viele andere Juristen sagen, naja, das ist dann so eine machiavellistisch, ein bisschen zynische Theorie darüber, wie Recht funktioniert. Aber dass man sich das wirklich so zu eigen macht, es geht doch nur immer um Vorteil und Zweck, das ist dann wiederum eigentlich der Rechtsprechung und Rechtsfindung nicht so richtig dienlich. Das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen erklären, weil ich sag mal, Rechtsphilosophie belegt nicht jeder Jurastudent. Es gibt an den Unis entsprechende Angebote. Aber was genau meint diese pragmatische Rechtsphilosophie? Meint das dieses, letztlich guckt man immer nach dem Vorteil, wie Sie das jetzt skizziert haben? Kann man das so zusammenfassen? Ja, dass man sich sozusagen nicht genieren soll, wenn man eben durch kunstgerechte Anwendung juristischer Methode am Ende ein Ergebnis erreicht, was man sowieso haben wollte. Da glauben ja, denke ich, sowohl Nicht-Juristen als eben auch viele Juristen, die dann eher ein idealistisches Bild der juristischen Tätigkeit haben, die werden ja glauben, ja, so darf es eigentlich nicht sein, dass man nun vorher weiß, was rauskommt, und dann guckt man eben, wie es erreichen kann. Und gerade Richard Posner, der ist dann, weil er eben auch diese Doppelrolle gespielt hat, sowohl Richter als auch sehr, sehr produktiver
akademischer, rechtstheoretischer Autor, der ist da eben auch so ein bisschen das Enfant terrible dann der amerikanischen Rechtswissenschaft, der dann eben einfach sagt, ja, machen wir doch den Leuten nichts vor, eigentlich wissen wir doch, dass es genauso läuft. Und in seinen Augen sozusagen wird eigentlich sozusagen für ein intelligentes Publikum und auch eine intelligente demokratische Bevölkerung von Rechtsunterworfenen wird im Grunde müsste das Vertrauen steigen in das Rechtssystem, wenn die Richter etwas ehrlicher werden damit, zum Beispiel, dass der Auslegungsspielraum sehr groß ist. Also um es mal nicht zu sehr zuzuspitzen, um auch Posner nicht in ein falsches Licht eines rein sozusagen zynischen Artisten und Hofnarren jetzt zu drängen. Also er betont zum Beispiel, dass typischerweise, wenn so ein Berufungsgericht eben dann ein kompliziertes Gesetz anzuwenden hat, dass man da mit den klassischen Auslegungsregeln, was hat jetzt der Gesetzgeber wirklich gemeint, wenn man nur genau genug hinguckt, dass man da typischerweise ja bis zum gewissen Punkt kommt, aber jedenfalls nicht bis zum Ende und vielleicht auch nicht immer so besonders weit. Und dass die Auslegungsspielräume, die sich dann eröffnen, durchaus legitimerweise gefüllt werden dürfen, indem man sich dann fragt, ja, welche politischen Ziele könnte aber eben jetzt ein Gemeinwesen verfolgen oder könnte die Regierung verfolgen, wenn das sozusagen vernünftig zeitgemäß angewandt wird. Das bedeutet, dass ja im Grunde diese Beschäftigung mit der Rechtsphilosophie dann dem Juristen auch so ein bisschen die Grenzen aufzeigt und er eben ehrlich benennen muss, wo kommt er mit juristischen Methoden auch nicht mehr weiter und wo beginnt dann sozusagen auch die Gestaltung der Politik. Und die Romane von Hilary Mantel belegen ja eben, dass es das eben auch schon in, ja, ganz anderen Zeiten gab, dass das eben auch da immer schon eine Rolle gespielt hat. Jetzt wird das Ganze von David Kenny in einer Zeitschrift namens Law and Literature beschrieben, also eine Zeitschrift über Recht und Literatur. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Wie ist das? Machen die das in dem angloamerikanischen Raum einfach, weil sie irgendwie Lust haben, sich auch mit Büchern zu beschäftigen? Ist das deren Hobby oder steckt da mehr dahinter? Ja, das ist ganz interessant, Ihre Beobachtung, dass es eben in der deutschen Rechtswissenschaft jedenfalls nie zu der Gründung eines solchen Organs gekommen ist und da auch nicht regelmäßig dann Tagungen zu dieser Spezialisierung stattfinden, zu dieser speziellen Variante von Interdisziplinarität. Vielleicht ist es einfach so, dass eben dann doch die englischsprachige akademische und juristische Welt viel größer ist und dass insofern da die Gleichgesinnten und Gleichinteressierten einfach mehr sind, wenn die sich dann zusammenfinden. Aber ich glaube schon, dass da auch so ein systematischer Punkt drinsteckt, der ganz interessant ist, warum sich sozusagen Juristen interessieren können, auch für die Thematisierung von Recht außerhalb von Rechtstexten. Das muss dann auch nicht nur die Literatur sein, da ist dann sicherlich auch klar, der Kriminalfilm, so ein ganz klassisches, eine ganz klassische Quelle, auch wenn man etwas, was ja hilfreich ist, erfahren möchte darüber, wie wird Recht wahrgenommen, auch von Leuten, die eben keine Juristen sind. Und also ich erkläre es mir so ein bisschen so, dass es eine Art über den Tellerrand blicken ist, was vielleicht in der englischsprachigen Welt so ein Typus von Juristen anzieht, die sozusagen durchaus auch Positivisten sind, in dem Sinne, dass sie an eine große Plastizität auch des Rechts glauben. Das würde auf jeden Fall eben für den Richard Posner, der da so ein Standardwerk zu dem Thema geschrieben hat, zutreffen. Also Recht ist veränderlich und es steht unter wechselnden Geltungsbedingungen, verändert sich dann auch mal. Und wenn man sich eben anguckt, wie wird es wahrgenommen, wie wird auch beschrieben, wie in der Wirklichkeit Recht umgesetzt wird, dann kommt man vielleicht so ein bisschen indirekt auch auf Ideen eben,
das eigene Recht jetzt wiederum in der Innensicht als eine normativ geschlossene Welt nicht für schon perfekt, sondern auch noch für veränderungsfähig zu halten. Und es gab hier in Frankfurt einen Juristen, Klaus Lüdersen, an der Universität. Der ist schon vor einigen Jahren verstorben, und der hat aber mit großer Energie eigentlich so dieses Projekt verfolgt, eben das auch für Deutschland zu empfehlen, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Literaturwissenschaft und Rechtswissenschaft. Und ich glaube, Klaus Lüdersen wäre vielleicht ein ganz guter Beleg für diese Vermutung von mir, dass so ein Interesse an kultureller Resonanz von Recht mit juristischem Interesse am Veränderungsmöglichkeiten durch Recht einhergeht. Denn innerhalb des Strafrechts gehörte Lüdersen immer zu der reformerischen Fraktion, und auch insofern war er dann eben, wenn er literarische Texte gelesen hat, sozusagen auch an Anregungen für die Fantasie, die auch dann zu Gesetzesreformen führen kann, interessiert. Ja, und solche Fantasieanregungen können ja durchaus auch die Hörer des FAZ-Einspruch-Podcasts, sofern sie sich in der Examensvorbereitung befinden, auch ganz gut gebrauchen. Natürlich auch darüber hinaus in den unterschiedlichen juristischen Berufen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Welt der juristischen Romane von Hilary Mantel. Und ich bin sehr gespannt, wie auch die Hörer quasi mal so einen neuen Blick hier bei uns empfinden. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt. Es war wieder eine ganz andere Sendung, als Sie es vielleicht als Hörer bisher gewohnt waren, aber auch mit viel Bewährtem dabei, auch ein paar Neuerungen, zum Beispiel eben diese Rubrik juristische Romane, die wir ja eben gerade gehört haben. Da interessiert uns natürlich auch das Feedback. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie sowas häufiger hören wollen, wenn Sie vielleicht auch Ideen haben, was wir hier behandeln könnten. Schreiben Sie uns aber auch, wenn Sie sagen, das ist eine Rubrik, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht so im Einspruch-Podcast. Und alle solchen Meldungen können Sie bei uns machen unter der bewährten Adresse einspruchpodcast@faz.de. Übrigens kann dort außer schriftlichen Nachrichten gerne auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema hinterlegt werden. Und wir werden dann versuchen, in einer der nächsten Sendungen diese Frage zu beantworten. Das ist ja auch so ein neues Experiment, was wir versuchen wollen, die Hörerfrage. Da trauen Sie sich bitte gerne, liebe Hörer, auch so eine Frage uns einfach mal per Sprachnachricht, per Mail zu stellen. Wir spielen die dann hier in der Sendung ein und nehmen dann darauf Bezug. Es gibt außerdem noch neben der Mailadresse zwei interessante Internetadressen für Sie. Einmal faz.net/Einspruch testen. Da können Sie das Einspruchmagazin testen und finden da auch alle Artikel, die in dieser Sendung eine Rolle gespielt haben. Die Artikel von Frau Professor Cusi und Frau Professor Böhle-Wölki. Auch den Artikel von Patrick Barners zu den juristischen Romanen. Und das Justiziariat der FAZ sucht wieder Referendare. Und auch dafür gibt es eine Internetadresse, nämlich Frankfurter Allgemeine in einem Wort.de/Referendariat. Dann können Sie Ihre Wahlstation bei uns hier möglicherweise ableisten im Justiziariat und lernen dann natürlich auch die Einspruchredaktion kennen. Wir hoffen also auf viele Hörerfragen und Bewerbungen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie Einspruch treu.